wenn du nur einen Tipp geben dürftest, welcher wäre es? Den Hobbyfahrer? Mhm. Guten Morgen hier aus dem Circuito de Andalusia. In diesem Video soll es ein bisschen darum gehen, Oldschool versus Newcomer. Der Stefan, den kennst du ja schon bestimmt, der stellt sich nachher noch vor, ist ja schon ein paar Jahre älter und fährt auch vor allem schon relativ lang Motorrad-Rennstrecke. Ich bin der Stefan, fahre seit 2001 Motorrad auf der Rennstrecke. Ich bin ja erst 2017 eingestiegen und wir sind relativ gleich schnell. Nichtsdestotrotz gibt es diverse Unterschiede in unserem Fahrstil. Und das möchten wir euch in diesem Video zeigen, wo denn die Unterschiede sind und vor allem, wo jeder von uns Verbesserungsbedarf hat. Und das analysieren wir natürlich gegeneinander, also sprich Kamera auf das eine Bike, Kamera auf das andere Bike und dann fahren wir zusammen raus auf dieser höchst komplexen Strecke und schauen uns an, wer wo seine Defizite hat. Bleibt da dran, spannendes Video. Die ganze Sache mit Vernunft und langsam angehen, weil ich sehe oft so Leute, die meinen, die kommen auf eine Rennstrecke, haben den Sport, ist ja Motorsport, noch nie ausgeübt und dieses profilieren wollen. Mhm. Auf Biegen und Brechen eine Zeit oder cool aussehen zu wollen und super schräg fahren. Also du würdest einfach sagen, das mit Vernunft angehen und Ehrfurcht auch davor. Ehrfurcht, ja, so gutes Wort. Ehrfurcht ist ein gutes Wort. Ja. Der alte Mann darf sprechen. Ja, aussetzen habe ich am Matthias eigentlich, nicht viel. Okay. Schöne Linie gefahren. Verblüffend ist eigentlich, wie du auch mit deiner Oldschool-Technik, also so Körperhaltung und so, du machst zwar viel Oberkörper, aber hast aber trotzdem keinen Elbow-Down oder so. Ne? Ist bei dir ganz anders wie bei. Ja, ja, das weißt du, das machst du auch nicht. Aber du hast trotzdem verblüffenderweise so einen ganz eigenen Fahrstil. Machst viel Oberkörper neben dem Motorrad, aber trotzdem eben nicht mit dem Ellbogen. Das habe ich so noch nie gesehen. Ist echt einzigartig eigentlich. Wie fühlt sich das an? Das ist oldschool, wie du schon sagtest. Man nimmt den Ellbogen, den Arm nach innen, so zur Hüfte hin und zieht auf. Und dieses Umgreifen, diesen Arm raushalten, das ist gegen meine Natur. Und wenn man oldschool ist, ist man oldschool, dann ist das schwer abzulegen. Oder ich müsste echt noch mal 5 Sekunden langsamer fahren, ein paar Wochen lang, um das anzutrainieren. Aber irgendwie bin ich ja nicht zu bereit. Ich möchte gerne eine schöne Zeit fahren können und deshalb oldschool bleiben. Aber da sagst du auch, dass eher es einfach nur wichtig ist, den Oberkörper irgendwie neben dem Motorrad zu haben, egal ob jetzt der Ellbogen so oder so oder so ist. Das sieht man ja genug Rennserien, wo Ältere auch mitfahren. Man muss nicht fahren wie Marquez und Konsorten. Man kann auch andere Leute schnell fahren mit einem anderen Stil. Oberkörper ist durch A und O, weil es der schwerste Punkt, der höchste Punkt ist, auf dem Motorrad und auch der Oberkörper der schwerste Punkt. Und der gibt den Impuls, ob das Motorrad in die Kurve fällt oder nicht. Ja. Mit Popo unten hilft nicht weiter, der Oberkörper ist wichtig. Interessant, wir starten in den nächsten Turn und hoffen auf weniger Wind. Thank you.
sofort auffällt, ist deine Körperhaltung. Du sitzt auf dem Motorrad, wie Barry Jean Gedächtniskirche, 1823, du hast dich echt verändert. Du fährst viel mit einer Hüfte drauf, also Po daneben, Oberkörper ein bisschen, aber du drehst den Kopf so zurück, wie man immer früher gelästert hat. Aber komischerweise bist du damit ziemlich schnell. Ein paar Ausgängen, finde ich, da könntest du den Curb mitnehmen, um noch früher ans Gas gehen zu können. Da bleibst du mir zu viel auf der Fahrbahn, das zählt. Halber Meter mehr kannst du vielleicht ein Zehntel früher ans Gas gehen. Das würde dir helfen, vielleicht noch eine bessere Zeit rauszuholen. Ansonsten fährst du wirklich gut. Perfekt, danke für die Kritik, das werde ich morgen umsetzen. Vielen Dank. Gerne. Ja, also ich sage erstmal, was du gut machst, weil wir fangen immer mit dem Positiven an. Das habe ich so gelernt im Laufe der Coaching-Zeit. Also wo du richtig stark bist, ist auf der Bremse und Kurveneingangsspeed. Du fährst schnell hinein. Ich denke, ich kann nicht schneller rein. Ich würde mich auch nicht schneller trauen. Ich war da direkt teilweise überrascht, wie schnell du reinlaufen lässt und auch vor allem schnell hindurch fährst. Also du fährst schon schnell durch die Kurven hindurch. Also das ist, da glaube ich, lässt du keine Zeit liegen. Aber ich glaube, in den Ausgängen, da ist so ein bisschen der Wurm begraben. Hast du eine relativ starke Wheelie-Neigung, bist dadurch so ein bisschen irritiert mit dem Beschleunigen. Und ich glaube, dass die Wheelie-Neigung so ein bisschen daher kommt, dass du zu spät ans Gas gehst. Und also ich versuche immer früher ans Gas zu gehen, sodass das Motorrad so ein bisschen in so einen Slide auskeilt, weil wenn die Energie in einen Slide geht, dann hast du weniger Wheelie, weil du in so einen leichten Driftwinkel fährst, ne? Und dann bleibt das Vorderrad mehr am Boden. Und da würde ich versuchen, so ein bisschen früher an Stützgas zu gehen, schon am Scheitel, und versuchen, den Blick schon früher weiter in die Ferne zu richten, den Fokus, damit das Gehirn sagt, ach, ist ja eh schon Platz, ich kann ja schon beschleunigen. Und durch diesen Spin übers Hinterrad wird dann der Wheelie weniger und ich glaube, dass du dadurch mehr Rundenzeit generierst als jetzt im Moment. Ja, mit dem Kurvenausgang ist so Respekt vor dem Highsiden, dass ich das Motorrad weghaue und mir auch wehtun könnte. Ein Lowsider ist was anderes als ein Highsider, der tut schon weh. Und da habe ich schon Respekt vor. Und dann das neue Motorrad, ich weiß nicht, wie die Elektronik reagiert, nicht reagiert. Da muss man Popo sagen und dann brauche ich eine gewisse Zeit, um das zu fühlen, was der Reifen mir sagen will. Ja. Da es heute auch wieder sehr kalt war, Reifen, wir nicht so viel Grip hatten, also ich nicht, andere schon, sind ja ziemlich schnell gefahren. Ja, schauen wir mal, morgen probieren, vielleicht geht es dann doch besser. Ja, morgen ohne Wind ist besser, ne? Bestimmt. Alles klar. Okay, danke. Ciao. Das, was ich bei dem Reifen eigentlich so geil finde, ist, hast du ja auch erlebt, so dieses Turning am Gas, ne? Dass der so alles, was du quasi am Richtungswechsel nicht in Form von Linie und Weg machen musst, kann der Reifen so geil. Und das taugt mir so wahnsinnig gut. Und das ist auch ein Grund, warum ich damit eigentlich auch so schnell geworden bin, weil ich da so ein Vertrauen gekriegt habe, weil dieses in den Grenzbereich reinfahren übers Hinterrad nie so ein Hup war, sondern immer so ein Rupp, Rupp, Rupp. Wie mit einer Enduro im Schotter, ne? So fühlt sich das an. Und das ist echt kontrollierbar, deswegen mag ich die Reifen eigentlich so gern. Die Guita de Andalusia ist eine Strecke, da gibt es sehr wenig Bremspunkte. Also es gibt eigentlich so gut wie, ich glaube, es gibt nur ein Bremsschild auf der ganzen Strecke. Und es ist sehr viel Gefühlbremserei. Und es gibt es ja immer wieder, dass es Strecken gibt, wo Abschnitte dabei sind. Da gibt es halt keinen Bremspunkt, keinen visuellen zumindest. Was machst denn du da, dass du dann trotzdem irgendwie einen Punkt findest, der nicht allzu früh, aber auch nicht allzu spät ist, sondern irgendwo in dem Bereich, wo du sagst, das ist safe. Wie machst du das? Ja, erstmal ist das eine Wiederholung mit dem, ne, Automatisieren. Ich weiß, welchen Gang ich fahre zu der Kurve hin, wie hoch ist die Drehzahl, wie schreit der Motor mich an, dann weiß ich ungefähr und wie lang ist der Sound so. Mhm. Und dann habe ich so meine Punkte, weil da ist ja manche Stellen nach, wir haben nichts. Ja, genau. Schotter, Kies oder ja, Sand, ein paar Gestrüppe. Sieht alles gleich aus. Da kann man keinen festen Punkt machen, weil es auch dann bergab geht dann und hinter. Das ist so, wie lange drehe ich den Motor ungefähr? Ja, genau. Das passiert natürlich auch, dass ich verbremst, dass du dann einfach besser rausgekommen bist und vielleicht 10 km schneller warst. Mhm. Und meinst der Punkt dann, ich wäre ein Ticken zu schnell, wohl scheinbar. Was machst du dann, wenn du dann, okay, also akustische Bremspunkte setzen, habe ich in einem Video schon mal gesagt, ist ein sehr guter Tipp. Was machst du dann, wenn du zum Beispiel mal wirklich zu spät auf der Bremse warst und dir wirklich ab dem Zeitpunkt des Bremsen denkst, oh shit, das ist zu spät, was machst du denn dann? Ich bremse einfach länger hart und verliere natürlich die Linie dadurch. Ich komme nicht zum Innenkörper, wo ich hin muss. Und dann fahre ich halt 5 Meter vom Kopf entfernt, wo ich nochmal dran fahren würde und habe die Speed dann so weit runtergebremst. Die Runde ist kaputt, aber ich glaube, wir sind routiniert genug, da muss ich nicht mehr ins Kiesbett fahren. Thank you.
Das ist halt echt eine geile Strecke, ne? Trotz Wind habe ich jetzt die Arschbacken zusammengekniffen und bin unter 2:0 gefahren. Ich dachte mal, komm, 2 Minuten zusammenreißen, einfach nur die Arschbacken zusammen, und es ist einfach so geil hier. Also jeder, der noch nie in Spanien hier war, unbedingt zum Circuito de Andalucía. So, wir haben jetzt gerade Mittagspause und möchte die Zeit kurz nutzen, um euch hier was über das Thema Motorbremse zu zeigen. Und zwar schauen wir jetzt mal hier hin. Das hier ist jetzt quasi Ende Startziel, also die Startziel, das ist die erste Kurve. Und die erste Kurve sehen wir hier beim Anbremsen. Das ist das Gas, das mache ich hier zu, da geht über so einen Linksknick, dann kommt hier in grün die Bremse, ja, und dann geht die Bremse quasi wieder langsam los und dann kommt das Stützgas hier in blau wieder. Und jetzt haben wir hier zwei Linien, einmal weiß und gelb. Das sind die Raddrehzahlen, sprich gelb ist das Hinterrad, weiß ist das Vorderrad. Und man sieht hier ganz deutlich, dass die Motorbremse quasi, wenn das Hinterrad quasi langsamer ist, wie in dem Fall, als das Vorderrad, dann sieht man, wie die Motorbremse quasi anzieht. Und das bei den hohen Drehzahlen sehr gut. Also wenn die Drehzahl wie hier jetzt in dem Beispiel ist, die noch bei RPM 9700 Umdrehungen, da habe ich relativ gute Motorbremse. Allerdings, wenn es dann langsamer wird, ich bin ja noch im zweiten Gang, dann habe ich hier, wenn ich die Bremse loslasse, so gut wie gar keine Motorbremswirkung mehr oder relativ gering, sodass der Negativschlupf quasi nicht vorhanden ist. Und das ist dann hier quasi bei 8100 Umdrehungen. So, jetzt habe ich aber mit der Motorbremse schon relativ viel gespielt. Fakt ist, dass ich da gerne mehr hätte. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel hier in dem HRC-Kit von Honda, kann ich hier jetzt die Motorbremse quasi adaptieren in den verschiedenen Drehzahlbereichen und anheben. Jetzt habe ich da jetzt die grüne Kurve, die fahre ich gerade im Moment. Jedoch kann ich nur in den höheren Drehzahlen auch wirklich mehr Motorbremse generieren. In diesen Drehzahlen, wo ich quasi hier zwischen 7 und 8000 Drehungen, wo ich mehr bräuchte, so kurz vorm Scheitelpunkt, auch wenn ich da jetzt noch weiter anhebe, da kommt einfach nicht mehr. Und das soll wohl mit der neuen Honda-Version besser sein. Der Vorteil von so einer Motorbremse ist folgender. Beim Anbremsen, beim starken Anbremsen, musst du so schnell wie möglich runterschalten, also bang, 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 um sofort einen Support vor der Hinterhand zu bekommen. Das ist ein Vorteil gegenüber der Hinterradbremse, speziell auf der Rennstrecke, ich spreche nicht von der Straße, weil du sehr kontrolliert in einen Slide gehen kannst, weil die Anti-Hopping-Kupplung sehr kontrolliert auf- und zumacht. Das heißt, es sind keine abrupten Slides. Mit der Hinterradbremse könntest du das nicht so filigran dosieren. In Richtung Scheitel unterstützt du das Vorderrad, wenn die Hinterradbremse mehr zieht, beziehungsweise die Motorbremse mehr zieht. Und das habe ich hier in dem Beispiel an manchen Kurven, wenn die Drehzahl zu gering ist, eben nicht. Und dann hast du das Gefühl, wenn hinten einer anschieben würde. Es fühlt sich so an, als wenn die Profis sagen, the rear is pushing. Also sprich, wenn du Kupplung ziehst, ne, sonst ist es, rollt es so hinterher. Und da hätte ich an ein paar Stellen gerne mehr Motorbremse. Da könnte man jetzt natürlich mit der Hinterradbremse dagegen arbeiten. Allerdings kriege ich das ohne Daumen- oder Handbremse nicht gebacken, weil ich da schon 40 Grad Schräglage habe. Und da kann ich meinen inneren Fuß nicht auf die Hinterradbremse. Da muss ich am Ballen stehen, auf der Fußraste. Das kriege ich nicht gebacken. Aber da gibt es ein paar so Stellen. Ich habe mich jetzt wirklich ausführlich mit der Motorbremse beschäftigt. Habe da auch nochmal wirklich was rausholen können. Aber ich möchte da gerne in den 7.000, 8.000 Umdrehungen Bereichen mehr Punch, mehr Support von hinten. Und das soll wohl mit dem neuen Modell besser sein. Was ist für dich notwendig, damit du sagst, okay, jetzt passt es, jetzt kann ich schnell fahren, so wie jetzt der letzte Turn, wo du hier 2:01 gefahren bist. Was hat da gepasst, dass dir die Möglichkeit gegeben hat, dass du sagst, okay, jetzt ziehen wir mal ordentlich, auch konstant über ein paar Runden am Kabel? Das ist eigentlich nur eine Vertrauenssache. Mhm. Die Strecke, wir sind jetzt schon ein paar Runden gestern und heute gefahren, vorgestern sogar schon. Mhm. Daran liegt es nicht. Klar ist dann immer dieses, wie viel Risiko gehst du? Und ich glaube, ich verschiebe jede Runde die Fehler. Ich habe in jeder Kurve irgendwo, nicht in allen, aber ein paar Fehler, und ich verschiebe die nur. Mhm. Dann geht Kurve 5 super, dann ist die 7 schlecht. Und nächste Runde ist genau im Gegenteil, ist einfach nur verschieben. Und dann kommt ja trotzdem komischerweise immer das gleiche Zeitfenster. Mhm. Ich fahre konstant eine Zeit zwischen einer halben Sekunde. Aber ich weiß, oh, das war schlecht. Oh, hier warst du gut. Und dann, jetzt kriegst du Zeit und dann, oh, machst du jetzt gerade wieder. Zu früh gebremst. Mhm. Oder zu früh raus. Und dann kommst du am Körper und kannst dich ganz durch beschleunigen. Das Vertrauen. Das Motorrad muss gut anfangen. Ich habe neuen Reifen drin gehabt und der Reifen, das ist Kopf. Da weißt du, also da hinzufallen mit so einem Reifen, da musst du ja alles verkehrt machen. Komm,
nach Spanien, haben sie gesagt. Da ist das Wetter schön, haben sie gesagt. Ja, es ist, die Sonne scheint, aber es ist arschkalt. Und der Wind geht und ich habe meine Mütze vergessen. Einer dieser Tage. Ja, viele haben gesagt, das war schon wieder längst überfällig, aber ich bin jetzt gerade mit dem Highside abgestiegen. Bin mit Stefan raus. Stefan ist um 2 Sekunden schneller gefahren, ich war hinter ihm, haben aufgenommen und hat richtig cool ausgeschaut. Haben wir viel Verkehr gehabt leider, ich glaube, das wäre noch schneller gewesen von ihm. Ja, dann ist er rausgefahren und dachte mir, komm, zieh's noch ein, zwei. Hat dann ein bisschen zu viel gewollt, Eingang auf die Gegengerade, da ist so eine Welle. Da hat es mir ein paar Mal schon so fast ausgelupft und diesmal, Alter. Und wupp, keine Chance gehabt, ne? Nicht zu kontrollieren. Gott sei Dank nicht hoch und stumpf aufgeschlagen, sondern so seitlich. Ein bisschen aufs Bein. Bein tut ein bisschen weh, kann aber alles bewegen. Gleich mit Voltaren eingeschmiert, dass es nicht irgendwie stark anschwellt. Und ja, für mich ist jetzt vorbei. Stefan fährt weiter. Gehört dazu. Das ist nicht die Frage, ob das passiert, sondern wann. Und das ist immer die Frage. Du fährst eigentlich easy vom Gefühl, hast keinen Stress gehabt und kommst rein und denkst dir, naja, war eh nichts gewesen. Boah, so schnell gewesen. Und denkst, ja, guck mal, das war doch alles so einfach von der Hand gegangen. Ja. Jetzt hau ich meinen raus. Ja. Kämpfst dir einen ab, klitschen hast geschwitzt, hast so Unterarme vor lauter Festhalten am Lenker und kommst rein, scheiße, das war ja 2 Sekunden jetzt langsamer. Ja, Klassiker. Das ist Standard. Das Wer kennt's, nicht. Schreibt es in die Kommentare. Stefan, wir sind soweit ready. Leider ist mein Event am Schluss mit einem Highsider geendet. Ich habe es den Zuschauern schon erzählt und wir haben es auch schon gezeigt. Gott sei Dank nichts passiert. Beinchen tut ein bisschen weh, aber nicht weiter schlimm. Wir haben jetzt schon gepackt, wir gehen ins Hotel und wir fahren morgen wieder ins kalte Deutschland. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr von so einem alten Haudegen wie dem Stefan noch ein bisschen was lernen können. Nehmt ein bisschen was mit davon. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt, ob wir sowas öfter machen sollen. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Danke. Ciao. Servus. Okay, was? Ah, mein Knie. So lange habe ich noch nie ein Bein schräg gehalten.